Ja, moin moin und herzlich willkommen zu City Skylines mit dem LP Gonchi und einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Und wie toll die Musik gerade untermalt wird. Ich habe dieses Spiel bisher 10 Stunden gespielt und zwar bisher im Livestream. Das Spiel gefällt mir so sehr, dass ich mir gedacht habe, ich mache ein Let's Play draus. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das die richtige Entscheidung ist. Auch gerade die, die es im Livestream gesehen haben. Ob das Sinn macht. Als erstes möchte ich natürlich gerne meine Mods zeigen, die ich aus dem Steam Workshop habe. Und zwar habe ich einmal den Bulldozer. Der sorgt dafür, dass die ganzen kaputten und verbrannten Häuser entfernt werden, und zwar automatisch. Der Traffic Report zeigt nochmal so ein bisschen besser an, wie der Verkehr eigentlich so verläuft. Der Traffic Manager ermöglicht mir, Ampeln, Vorfahrtsstraßen etc. zu bauen. One-Way Street zeigt mir nochmal an, ich hatte es eben schon mal angetestet, wie die Pfeile auf der Straße verlaufen. Das hatte ich jetzt eben in einem kurzen Test nicht gesehen, ist aber auch nicht so schlimm. Moving Sun macht das alles nochmal so ein bisschen schicker. Und ja, hier haben wir den Twitter-Tweet Birdie entfernt. Denn der hat im Stream eigentlich so ein bisschen genervt und keine wirklich tollen Hinweise für mich. Also hier, ne, sieht man so ein bisschen, schade, dass man das hier nicht verschieben kann, aber da sieht man so ein bisschen so eine kleine hässliche Stadt. Ich hoffe, dass ich im Let's Play, vielleicht ja auch hier im Stream nochmal mit euch, aber vor allem auch im Let's Play, auch mit euren Hinweisen, die ihr möglicherweise für mich habt, eine schöne Stadt hinbekomme. Ich würde ungern zwei Flüsse nochmal anfangen, weil das ist im Stream. Ich würde eigentlich gerne mir was anderes raussuchen. Und zwar gucken wir mal. Ich hatte schon mal so ein bisschen geguckt hier. Hier, Schnellwasser. Schnellwasser fand ich interessant, weil das vielleicht nochmal für die Energiegewinnung interessant werden könnte. So mein Gedanke. Ich weiß es aber nicht. Ist auch hier von der Aufteilung her eigentlich ganz gut. So, Stadtname. Nehmen wir mal weg. Nehmen wir Gonchihausen. So, Gonchihausen wird quasi jetzt geboren und ich hoffe, ihr seid dabei. Und wieder wird die Musik ein bisschen lauter, als wenn sie sagen will, seid dabei in dem Let's Play mit dem LP Gonchi. Ich denke, die Folgen werden immer so eigentlich mindestens 20 Minuten laufen oder sagen wir mal circa 20 Minuten und ich denke auch zu Beginn erstmal 2 Folgen die Woche. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie das zeitlich aussieht, wie ich das hinbekomme. Ich schätze mal Dienstags, Donnerstags für die Abonnenten, die regelmäßig bei mir sind, wissen, das ist die Zeit zwischen 7 Days, zumindest aktuell. Wir gucken mal. Gut, ich hatte mir die Map logischerweise schon mal so ein bisschen angeguckt. Ich wollte nicht ganz blind starten. Denn ich bin von den Fähigkeiten schon nicht so doll. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich gesagt, 10 Stunden habe ich es erst gespielt? Ich glaube ja. Deswegen wollte ich zumindest immer ein bisschen reingucken. Und ich habe mir überlegt, ich werde hier auf der linken Seite starten. Die rechte ist auch interessant, vor allem die Verbindung hier zu der anderen Autobahn. Aber wir haben hier auf jeden Fall erstmal mehr Baufläche, die interessant sein kann. Wir sollen erstmal eine Straße bauen. Straße bauen wir sehr, sehr gerne. Ich kann ja noch nicht viel leider zu Beginn, das ist ein bisschen schade. Wir werden hier sicherlich noch viel abreißen. Gerade so auch was Kreisverkehr angeht. Wir machen erstmal zack. Zack. Und verbinden die hier erstmal. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben und unten. Jo, machen wir gerne. Wir wollen ja die Aufgaben auch nebenbei erfüllen. So, dann würde ich eigentlich gerne, auch wenn es sehr teuer ist... Ja, komm, wir bauen erstmal eine mittlere. Ich wollte gerade sagen, was ja eigentlich doof ist. Es zentriert sich dann halt sehr stark, ne? Wir nehmen das hier nochmal weg. Nee, das können wir lassen. Wir werden in die Richtung so ein bisschen das Industriegebiet aufbauen. Ja. Ich glaube, das finde ich gut.
Und mit der Straße werden wir so ein bisschen das Wohngebiet aufbauen. Wir machen mal, ja, das passt gut. Zack. Zack. Da haben wir schon mal die erste. Quatsch. Hier, zack. Zack. So, dann haben wir schon mal so ein bisschen. So, das ist noch mein aktueller Baustil. Wie gesagt, vielleicht verändert er sich im Laufe der Zeit mit euch gemeinsam. Im Stream habe ich... Oh, Wasser geht von da nach da. Dann machen wir Abfluss hier. Auf die Pfeile sollte man immer ein bisschen achten. Den Fehler habe ich zum Glück aber auch noch nicht gemacht. Aber ich habe es trotzdem schon geschafft, nochmal einen Spielstein komplett neu anzufangen. Weil ich so gut war. So, dann gehen wir einmal... So, das wird nicht ganz günstig. Aber hilft ja nichts. Müssen wir irgendwie an Wasser rankommen. So, einmal so. So. Ja, das passt. So. Und hier oben will ich nämlich ein bisschen das Industriegebiet hier links machen. Dann brauchen wir nämlich auch noch Strom. Dafür müssen wir erstmal ein Kohlekraftwerk uns zulegen. Dann... Wie teuer wird... Ups. Wird die Geschichte... 3... Oha. Ist nicht ganz günstig. Und sieht vor allem nicht schick aus. Das werden wir sicherlich im späteren Spielverlauf nochmal anders lösen. Zack. Zack. So. Dann kann hier auf jeden Fall erstmal alles gebaut werden. Und das allererste... Das allererste, was wir tun, ist die hier wieder wegreißen. Weil wir wollen hier auf jeden Fall Wohngebiet haben. Weil Strommasten braucht man nachher nicht unbedingt. Weil das verbindet sich ja quasi automatisch. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte meistens immer so gebaut, dass das passt. Ja. Okay, wir machen nochmal schön eng ran. So. Dann machen wir Wohngebiete. Zack. Dann nehmen wir den. So. Und so. Das hat einen Grund. Ich mische hier gerne mal so ein bisschen Gewerbe ein. Zack. Und hier auch schon mal vorsorglich Gewerbe. Dann lassen wir die Zeit schon mal langsam weiterlaufen, würde ich sagen. Ja. Die fahren da runter. Okay, schon mal so ein bisschen vertraut machen. Errichten Sie einen Meilenstein? Ja, ich würde mich freuen. Kleiner Weiler. 460 Bevölkerung brauchen wir dafür. Wir machen mal ein bisschen schneller, damit sich das hier auch mal ein bisschen entwickeln kann. Wir machen vor allem auch ordentlich miese gerade. Und ich würde sagen, wir gucken mal, Wasser hatten wir bis da. Ein bisschen weiter. Weitere Optionen. Genau, wir können gebogene Straßen bauen. Das ist nachher wichtig für den Kreisverkehr. Ich hatte sogar vorhin gesehen, da muss ich mir nochmal gucken, wie die Mod heißt. Ah, okay, das wäre 90 Grad. Beim Bau von Hochstraßen können Sie die Straßenebene mit Bild hoch und Bild runter absenken. Ja. Danke für den Hinweis. So, wir bauen aber eine normale Straße. Und zwar bauen wir hier nochmal ein bisschen... Das wäre, glaube ich, ein bisschen weit... Und zack. So, Wirtschaftsfenster freigeschaltet. Auch sehr hilfreich. Um das nochmal so ein bisschen einzugrenzen. Passt das jetzt? Ja, mit dem Wasser. Perfekt. Wie angegossen. Hier oben können wir nochmal Gewerbe machen. So. Zack. Zack. So, dann können nämlich die dort sowohl arbeiten als auch ja, verkaufen. Super, dass das hier so gut geklappt hat.
Mit dem Stromnetz hier von mir. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis, sag ich gerne. Wie machen wir das denn am blödesten? Warte mal. Ich glaube, am blödesten machen wir das so. Indem wir hier einfach schön an der Hauptstraße erstmal Wohngebiet hinplatzen. Wenn da schnell genug welche bauen. Das würde natürlich eine Hilfe sein. Na? Hallo? Freunde. Jetzt. Jetzt. Nice. Sehr gut. Wir kriegen die ersten Einwohner, aber das ist immer noch sehr schwierig. Ja? Wir machen schön miese gerade. Und werden möglicherweise auch ein Darlehen benötigen. Gucken wir mal. Wir müssen eh erstmal so ein bisschen warten. Verkehr ist logischerweise noch nicht viel vorhanden. Das Wichtige halt hier oben ist, dass die LKWs die Möglichkeit haben, hier das Kohlekraftwerk schnell wieder zu beliefern. Weil Strom wird auch mal, oder Kohle geht auch mal aus. Ist aktuell für 5 Wochen gespeichert. So, Industriegebiet brauchen wir mittlerweile. Na. Dann gucken wir doch mal. Und das war uns um. Kann ich das eigentlich hier? Das kann ich wahrscheinlich nicht so richtig überbauen. Also, mal gucken, will ich aber auch gar nicht. Denn wir haben ja hier schon das Wohngebiet. Wir haben auch nicht so viel Geld, müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Zack. Nervt das ein bisschen mit dem Stromnetz hier. Gucken. Also mit dem Stromnetz hatte ich in meinem ersten Let's Play auf Twitch nicht so Riesenprobleme wie jetzt gerade. Mal gucken. Wahrscheinlich können wir das aber auch gleich beheben. Und zwar, wenn da einfach Industrie sich mal aufbaut. Gucken wir mal. Können wir nämlich den Strommast hier vorne auch wegreißen. Zwar werden wir gleich ein Wasserproblem bekommen, solange sich das hier nicht weiterbaut. Zack. Noch wird nichts angezeigt. Ein bisschen schneller. Industrie, meine Freunde. Extra um. Drumherum bauen. Wir machen das mal sicherheitshalber. Und die. Das Geld fließt uns durch die Hände. Das Gute ist beim Meilenstein. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob das später auch noch so ist. Wenn du einen Meilenstein erreichst, dann. Kriegst du nochmal ordentlich Kohle. Das hilft natürlich. So, jetzt können wir das hier wieder wegreißen, weil es endlich da gebaut wurde. Hinweisschild wurde mir gezeigt. Ja, hier kann man sich so ein bisschen die Zufriedenheit angucken. Ne? Das ist natürlich mittelmäßig. Naja, wir sind ja noch direkt am Anfang. So, jetzt können wir... Die Stromleitung würde ich einmal abreißen wollen. Die brauchen wir hier nämlich nicht mehr. Ja, auch nicht mehr. Ne. Und da sind wir auch schon. Herzlichen Glückwunsch. Kleiner Weiler. Das ging jetzt nicht besonders schnell, aber wir haben es hingekriegt. Und wir haben vor allem auch ordentlich Kohle bekommen. Ich sehe es hier unten schon so ein bisschen. Wir könnten aber im Zweifel auch noch ein Darlehen aufnehmen. Haben jetzt aber auf jeden Fall neue Dienstleistungen, um die wir uns... Ja, leider, aber natürlich wollen wir das natürlich auch sehr gerne für Gonjihausen uns erstmal kümmern müssen. Denn das wird verlangt. So, jetzt sehe ich gerade. Schub.
Oh, nein. So rum. Wir müssen einmal kurz hier hinbauen. Zack. Damit hier unten immer noch Stromversorgung ist, genau. Super. Läuft. So, können wir aber das wegreißen? Ich glaube ja. Jupp, ist miteinander verbunden. Sehr gut. Gut, Wohnbedarf steigt. Zack. Das heißt, wir bauen Wohnung. Wasser. Ja. Hier. Na, noch ein Stückchen. So. Ich bin da ein bisschen sparsam. Ich weiß nicht, ob das wirklich von Vorteil ist. So, dann. Industrie wird auch noch benötigt. Also bauen wir hier auch nochmal einen Klotz Industrie ran. So. Und hauen das direkt voll. Dann ist der Bedarf hoffentlich auch erstmal gedeckt. Da ist noch ein Strommast, aber den können wir auch bald abreißen. Von der Entfernung her dürfte das hier kein Problem sein. Schätze ich mal. Wobei ich gestehen muss, ich habe mich um Wind noch nicht gekümmert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie er mir das anzeigt. Ruhig. Stark. Ich sehe hier nichts irgendwie. Na gut. Wir werden es schon noch rauskriegen. Mit eurer Hilfe. So, wir müssen uns jetzt nochmal so langsam, aber sicher, um eine Mülldeponie zumindest erstmal kümmern. Werden wir hier oben noch was bauen? Dass wir die Straße da hoch brauchen? Na, sicher ist sicher. So, dann ein Arzt. Da kommen wir nicht drum rum. Also drum rum soll bedeuten... Kostet halt Kohle, ne? Nicht wenig. Ich glaube, ich würde mich erstmal auf Grundschule konzentrieren. Machen wir hier. Ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen was wegreißen müssen. So, jetzt haben wir auch nur noch 4200. Das Gute ist, wir machen Plus. Und somit können wir, immer wenn ein Meilenstein vergangen ist, macht er mir so ein bisschen auf langsam, können wir hier wieder auf schnell machen. Somit wird natürlich dadurch, dass wir eine Grundschule haben, steigt der Bedarf wieder an Wohnungen. Und das soll auch gerne so sein. Ich glaube, ich würde das hier oben gerne auch noch nutzen. Glaube ich, hier unten auch schon wieder fast wieder Wohngebiet dran machen. Oder machen wir das eher nach da? Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Im späteren Verlauf will ich auf jeden Fall hier so eine sechsspurige Straße hier runterbauen. Und hier werde ich bestimmt auch einen Kreisverkehr bauen. Dann wird hier oben noch ein bisschen was wegkommen, auch hier. Naja. Gebäude kann man ja zum Glück auch verschieben, also zumindest hier die Mülldeponie etc. Und was Sinn macht, ist immer eine Wasserleitung, die funktioniert. Da freut sich die Industrie, wenn sie auch Wasser bekommt. Zack. Bitteschön. Hoch. Oh, und da sind wir auch schon. Ein würdiges Dorf. Und haben wieder ordentlich Kohle bekommen. Können ein neues Gebiet kaufen. Können Stadtviertel festlegen. Das habe ich auch erst irgendwie nach 9, 10 Stunden festgestellt. Wir können Richtlinien festlegen, zweites Darlehen, Spezialisierung für Viertel und Richtlinien für Dienstleistungen. Einzigartige Gebäude, wunderbar. Spezialisierung, sehr schön.
Stromverbrauch, auch Richtlinien. Polizeiwache, Feuerwache. Alles das, was Geld kostet, können wir jetzt machen. Und das Allerwichtigste, wir können uns... Oh, interessant. Wir können uns mit... Oh, das ist aber extrem fruchtbar hier. Denn das ist in der frühen... Nice. Das ist in der frühen... ausgehende Verbindung benötigt. Ja, ja. Das kommt schon noch. In der frühen Phase ist es wichtig zu wissen, wo sind welche Erze, wenn man sie selbst... die Ressourcen ernten möchte sozusagen. Also wir haben hier extrem fruchtbares Land. Also es macht Sinn, dass wir hier vielleicht auch nochmal, das habe ich noch nie übrigens gebaut, in Landwirtschaft gehen. Sogar hier. Hier haben wir Forstwirtschaft. Und hier haben wir sogar Öl. Sehr interessant. Also Wald, ne? Nicht zu übersehen. Und dann können wir hier relativ entspannt bauen. Und hier könnte vielleicht auch nochmal Forstwirtschaft. Ich bin mir unsicher. Aber all das, wenn wir in der nächsten Folge sehen, wie es hier weitergeht mit der City. Die Zeit vergeht auf jeden Fall immer rasend schnell bei dem Spiel. Das ist aber auch meistens ein gutes Zeichen. Und ja, ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr bei der ersten Folge dabei seid. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar, wie es weitergehen soll, ob ich mich auf bestimmte Sachen konzentrieren soll. Ich werde auf jeden Fall auf eure Kommentare eingehen. Ob ich direkt im nächsten Video auf euer Kommentar eingehen, kann ich leider nicht versprechen, weil ich werde auf jeden Fall hier immer so ein bisschen voraufnehmen. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis bald, euer Alpikonchi. Tschüss!